Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, kurzen Angespielt von einem Spiel, was ich jetzt zufällig heute entdeckt habe, was auch gerade aktuell im Angebot ist bei Steam. Ich glaube allerdings auch nur noch 2 Tage oder so, nämlich Road Redemption. Also abgesehen davon, dass es natürlich sehr ähnlich klingt wie Red Dead Redemption. Ich muss eins vorweg sagen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich habe als Kind, ich weiß nicht, da war ich so 12 rum oder so, glaube ich, habe ich nämlich auch mal so ein Spiel gespielt. Da konnte man mit Motorrädern durch die Straßen fahren. Das war irgendwie so ein bisschen, ja, endlos. Ich weiß gar nicht, ob es da so wirklich ein Ziel gab, kann ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Und man konnte, also man musste immer vor der Polizei davonfahren, man musste halt besser sein, gut ausweichen und so weiter. Und man musste die anderen Motorradfahrer, die um sich herum gefahren sind, musste man immer treten. Und ich glaube, mit so einem, wie heißen diese Dinger, diese Morgenstern, mit so einem Morgenstern irgendwie weghauen oder sowas oder einer Peitsche, ich weiß es nicht mal genau. Und ich habe mir jetzt ein Video angeschaut von diesem Spiel und genau so ist es ja auch. Ich finde das richtig, richtig geil. Ich schau mal eben bei der Kampagne, starte Level, okay. Ja, wir können mal die Kampagne starten, einfach mal zum Reinschnuppern. Oh, ich hätte mir. Moment. Wir sehen uns direkt wieder. Ja, und da sieht es jetzt auch schon ganz anders aus. Ich habe nämlich vergessen, das Ganze auf HD umzustellen. Also gehe ich jetzt hier nochmal rein. Das sah gerade schon so ein bisschen verschwommen aus. Das fand ich jetzt nicht so toll. So, beitreten, Knopf drücken. Okay. Beschleunigung, Geschwindigkeit. Achso, das sind die. Okay. Ja, die rote ist natürlich schon mal. Die hat eine gute Beschleunigung. Nitro Boost. Muss ich natürlich auch ein bisschen die Waage halten. Das Orange sieht natürlich schon schöner aus von der Farbe her. Ich nehme mal einfach die hier. Ich denke mal, es hält sich so ein bisschen die Waage. Da kann man nichts anklicken. Okay. Ja, dann lassen wir es mal so. Nutze Schwerter für Feinde. Oh mein Gott. Ich muss übrigens dazu sagen, ich spiele jetzt hier gerade erstmal mit Maus und Tastatur. Ich will es jetzt wirklich nur mal anspielen. Es ist eine Periode des angespannten Friedens für die Biker-Gangs des Lande nach Jahrzehnten voller Kämpfe. In einem betäubenden Move hat ein maskierter Mörder den Anführer des Iron Sand Weapon-Kartell getötet. Das Kartell hat ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar für denjenigen geboten, der den Mörder ausliefert, tot oder lebendig. Ja, ich schätze, das war ich dann wohl, weil sie alle hinter mir her sind. Belohnung 1100. Okay, Verhaftung. Setze die hochrangigen Reapers außer Gefecht. Du willst nicht, dass sie den Mörder vor dir schnappen. Okay. Ja. Okay. Shit! Weiß ich nur nicht. Wie Looks kann like ich den you're riding into überhaupt. the Reaper's territory. These guys Ah. make Genghis Khan look like a vegan. Ich So weiß, watch wie your man back. beschleunigt. Okay. Was war mit Space? Um scharf zu bremsen. Ah, okay. Wie gesagt, sowas sollte ich normalerweise nicht mit Maus und Tastatur spielen. Aber. Ach, damit kann ich hauen. Okay. Okay, ist jetzt das allererste Mal, dass ich das zum einen mit Maus und Tastatur spiele und zum anderen, dass ich dieses Spiel nochmal spiele. Aber ich habe es geliebt damals. Das war. Weiß ich noch. Eieiei. Hier ist noch einer, oder? Das sind jetzt die anderen. Das sind nicht die Reaper, das sind die. Alle niedermetzeln hier. Nice take there. Sollte auch auf die Autos achten. Okay, also die erste Runde ist natürlich so eine Eingewöhnungsrunde. Das wollte ich nur schon mal sagen.
Alle anderen YouTuber werden wahrscheinlich schon vorher 20 Runden gespielt haben, bevor sie was aufnehmen. Aber bei mir ist es wirklich Spiel installiert und direkt aufnehmen, weil ich es einfach lustiger finde. Damn, that was brutal. Das tut weh. Au, 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 muss ich hin. Weil ich es einfach lustiger finde, solche Sachen wie jetzt zum Beispiel zu erleben. Weil man auch gar keine Ahnung davon hat. Also, was heißt keine Ahnung? Man weiß natürlich, wie man spielen muss. Oh. Okay, ich glaube, das war jetzt nicht so günstig. Ey. Kommt das auf? Ach so, das mich gedrückt halten. Okay. Ja, fährst auch wieder rund. Also ihr seht schon, ich habe im Moment noch vertuten und Blasen, keine Ahnung. Beziehungsweise, ich habe es sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Es war natürlich auch ganz anders. Es war nicht so die High-End-Grafik natürlich. Es war total verpixelt damals. Och man, dieses Auto nervt mich hier. Immer wieder sind da Autos drin. Also im Prügeln bin ich gut, nur im Geradefahren auch nicht so richtig. Aber es ist auf jeden Fall lustig. Ich krieg's mich nicht hier. Ich bin die Prügelweltmeisterin. Ich bin zwar keine Fahrkünstlerin, aber ich bin die Prügelweltmeisterin. Komm her. Ha! Geh weg. Los. Hell yeah. Schau mal, was der Jackal gemeint. Oh, Scheiße. Okay, ich hab zu viel gewollt. Na gut. Das geht aber sehr, sehr schlecht vom Nitro wieder runter. Hallo, drehst du dich mal? Hallo? Du sollst fahren. Du sollst nicht nach in die andere Richtung fahren. Ich weiß auch gar nicht, wo die anderen sind. Fällt mir gerade auf. Vor mir sind noch drei Leute, kann das sein? Wir sind bald am Ziel. Okay, es sind mehr als drei Leute. Yeah. Zur Ablenkung Shift drücken. Okay, das habe ich zu spät gelesen. Oh Mann. Braucht aber auch, bis er sich dann da wieder richtig hinhält. Achso, um scharf zu wenden. Okay. Der geht aber auch nicht mehr nach links, ne? Wenn man einmal hier nach rechts draußen ist. Also irgendwie, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war es damals viel einfacher zu spielen. Man hat, ich weiß auch gar nicht, wie ich treten kann, davon mal abgesehen. Ich kann nur prügeln im Moment. Die Zielperson ist entkommen. Hallo? You're still alive, at least. Wer ist denn die Zielperson gewesen? So, keep moving. Okay. Na gut. Kann ich mir jetzt hier was aussuchen? Oder wie verstehe ich das jetzt? 20 Gesundheit herstellen, kritischer Schaden. Bargeldfund. Geldfund plus 50%. Schutz um 40% verringern. Ja, das ist doch scheiße. Erfahrungsgewinn. Nehmen wir mal den Bargeldfund. Nicht? Okay, ja, keine Ahnung. Oder ich krieg alles, so wie es aussieht. Das ist ja auch schon mal was. Okay, also die erste Runde, die war aber bis so zum Einsteigen. And take him down. Die zweite wird vermutlich auch nicht besser. Aber zumindest habe ich so ein bisschen Fahrgefühl wieder. Oh, ich darf mich nicht so schnell in die Kurve. Nein, du sollst nicht in Nitro rein. Du sollst einfach nur schneller fahren. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, Formel 1 und so ist wesentlich einfacher. Aber da muss man ja auch nicht die ganze Zeit gucken, dass man die Leute verprügelt nebenbei. Ich
Aua, 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 aua. Falsche Seite. Das mit dem Nitro hat jetzt irgendwie nicht so gut geklappt gerade. Aber wir haben im Moment noch keine Polizei. Also ich habe... Scheiße. Ich habe auch ein Video gesehen, wo man der Polizei davon fahren muss. Also das kenne ich nämlich so, dass sie dann auch irgendwann mal kommt. Also es ist echt schlecht zum Lenken, muss ich sagen. Wenn man ein bisschen nach rechts geht, so wie hier, sollte ja eigentlich das Motorrad direkt darauf reagieren. Macht es aber nicht in den hohen Geschwindigkeiten. Das ist schon krass. Ich krieg von denen auch Geld. Das ist cool. Den wollte ich nicht drücken. Ja, genau. Klemmt mich da ein. Hallo? Was war das gerade? You really think you can take down my best man? I'm gonna kill you twice. Okay. Finde ich nicht gut. Werde mindestens Dritter. Ja, ich war doch eben, war ich ja Zweiter oder so. Da war ja nur noch einer vor mir. Okay, einen Versuch mache ich noch. Dann könnt ihr euch zumindest schon mal ein bisschen vorstellen, wie das Spiel funktioniert. I'll send a few of our boys to help you out. Try not to kill them. Da kriegt man... Ah, okay. Wir spielen jetzt Super Mario Kart. Also wie gesagt, früher war das Spiel wesentlich einfacher, weil man musste nur hier durchfahren und dann hin und wieder mal jemanden verprügeln, der einem zu nahe kam. Ja, ich glaube, hier ist die Straße geschlossen. I hope hell has enough room for that. Oh, nerv mich nicht, ey, hau ab. Ich hab den Boost nicht bekommen wegen dir. Nice takedown. Keep it up. Fuck. Ich glaube, ich sollte mich weniger aus kaputt machen konzentrieren, sondern mehr darauf, die irgendwie zum Lenken zu bringen. Ja, jetzt komme ich nicht mehr runter, oder wie? Geil. Ich habe den Boost nicht bekommen. Genau, macht ihr euch mal gegenseitig. Reich denn nicht aus? Willst du mich verarschen? Jetzt ist er wieder so schnell unterwegs, dass er die Kurve wieder nicht kriegt. Ich weiß auch nicht, wann ich bremsen muss, weil früher musste man nie bremsen. Dann konnte man eigentlich mit Vollgas nur durch. War immer gut oben auf. Oh, I guess you shot him. Jetzt kommt die Polizei. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nicht so schnell. Nicht. Oh, ich hab doch auf Bremsen gedrückt, Mann. Scheiße.
Ich bin so kurz vorm Ende. Ich war so gut. Geht weg. Ich will auch mal gewinnen. Komm, komm, komm. Nein. Nein, geh weg da. Geh weg, du bremst mich aus. Blödes Teil. Nice driving. At this rate, you'll catch that assassin yes. with all these other fucks. Oh mein Gott, ey. Oh. Okay, also ich sollte mich weniger darauf konzentrieren, wirklich, ich habe gedacht, dadurch kriege ich mehr Geld oder so. Ich sollte mich weniger darauf konzentrieren, wirklich die anderen niederzumachen, sondern einfach mehr aufs Fahren konzentrieren. Dann, ja, ist das besser. Ich würde sagen, dadurch, dass das noch nicht ganz so lange war, machen wir noch eine Runde nochmal. Ihr seht ja hier, ja, es baut sich ja aufeinander auf. Und ich soll ja angeblich auch Belohnungen kriegen. Was natürlich schön wäre. You've got some high-ranking Reapers in your area. Take them down, before they get away. Ja, da hat er nämlich zum Beispiel jetzt auch gesagt, ich soll die niedermachen. Und das ist nämlich das, was ich die ganze Zeit gemacht hatte. Aber dann verliere ich, wenn ich die ganze Zeit niedermache. Ich muss gucken, dass ich so schnell wie möglich bei denen durchkomme. Ich habe gar kein Nitro oder was. Ey, du Arsch! Ich glaube, Takt! Aua, scheiße! Willst du mich verarschen? Wie, Game Over? Kid? Ah, damn. Wieso Game Over? Hallo? Wieso Game Over? Okay, aber zumindest können wir uns dann hier schon mal die Übersicht angucken. Also, XP habe ich natürlich noch keine 200 gesammelt. Das ist natürlich geil, weil dann kann ich auch nichts reinstecken. Halte die Chance, mit Level 3 zu beginnen. Okay, Erfahrungs... Also, ich kann nichts davon machen, weil ich nicht genug XP gesammelt habe. Super, hätte ich das vorher gewusst, dass ich nicht auf XP, sondern... nicht auf Geld, sondern auf XP gehen muss. Ja, wäre mir damit jetzt sehr geholfen gewesen. Ja, allerdings das Ganze jetzt nochmal von vorne beginnen möchte ich jetzt auch nicht. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum ich jetzt nicht nochmal unendlich Leben hatte im letzten Teil. Also bei dem Originalspiel ist es so gewesen, dass man wirklich unendlich viel Leben hatte und halt immer wieder neu anfangen konnte. Also solange ich mich erinnern kann. Ich meine, das ist ja jetzt mittlerweile auch schon an die 40 Jahre oder so her. 40 Jahre, Quatsch. Ich bin noch nicht mal 40, aber es ist 40 Jahre her. An die 30 Jahre ungefähr her. Ja, etwas weniger. Ich denke, ich habe das so mit 10, 12 gespielt. Also, ja, 15, 16 Jahre. 15, 16 Jahre. Ich kann nicht mehr rechnen. Mein Gott. Es ist auch schon mitten in der Nacht. Also, es ist schon etliche Jahre her, aber es ist noch keine 40 Jahre her, weil so alt bin ich nämlich noch gar nicht. Was ich aber eigentlich sagen wollte, das war doch sehr viel einfacher, muss ich sagen. Aber das Spiel macht mir schon Spaß. Ich möchte es jetzt ehrlich gesagt nicht Let's Playen, weil ja, es scheinbar ja auch immer das Gleiche ist. Also man hat halt verschiedene Kampagnen, die man sich aussuchen kann. Start bei Level 1, Start bei Level 3 können wir jetzt noch nicht machen, weil wir das halt freischalten müssen mit dieser Übersicht, die wir uns eben angeguckt haben. Wähle einfach eine Spur und richte verheerenden Schaden an. Ja, das mit dem Schaden hat ja nicht so gut geklappt. Also das war ja eigentlich besser, wenn man gespielt hat und weniger Schaden gemacht hat. Ich habe das noch nicht so ganz im Blick gehabt. Ich muss mir mal die Aufnahme angucken, warum ich jetzt auf einmal keine Leben mehr hatte. Ob ich jetzt insgesamt irgendwie nur so und so viel Leben hatte und die mir abgezogen worden sind. Müssen wir mal schauen. Das Ganze kann man wohl auch online spielen, wenn ich es richtig verstanden habe, mit den Freunden oder auch gegen die Freunde. Also von der Freundesliste. Da ich jetzt niemanden kenne, der das Spiel selber hat, kann ich jetzt auch leider gegen niemanden spielen. Aber falls ich mal jemanden finde, könnten wir da vielleicht auch mal so eine Online-Runde machen. Ja, müssten wir mal gucken. Ansonsten sage ich jetzt mal einfach vielen Dank fürs Zuschauen. War jetzt wirklich nur so ein kleines Mal angespielt. Weil ich persönlich finde, die ersten Runden, gerade wenn man noch so keine Ahnung hat, wie dieses Spiel ist, ich meine, gut, ich habe eine leichte Ahnung gehabt,
dass es so ähnlich sein wird wie das Original, was ich noch von früher kenne, aber mehr wusste ich halt eben auch nicht. Ich habe halt nur ein Video angeguckt auf Steam und habe mir gedacht, boah, geil, das sieht genauso aus wie das Original. Ich weiß auch nicht, wie es Original hieß. Es hieß auch irgendwas mit Road, aber keine Ahnung. Also ich weiß, dass da weniger von den, also man hatte kein Ziel, glaube ich, was man fangen musste. Oder ich weiß ja nicht, ob man es fangen muss oder kaputt machen muss. Man musste einfach fahren und je länger man fuhr, umso mehr Punkte hat man bekommen. Aber man musste ständig vor der Polizei wegfahren. Also ich habe jetzt zweimal oder so Polizeisirenen gehört, aber ich habe keine Polizei gesehen. Vielleicht war ich auch zu schnell, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Macht aber schon Spaß, um das mal so zwischendurch zu spielen. Es ist auf jeden Fall ganz cool. Aber ich persönlich finde es jetzt nicht so toll zum Let's Playen. Deswegen, wie gesagt, mal eine kurze Angespielt-Folge, dass man mal reingeschnuppert hat, dass man mal gesehen hat, wie meine allererste Folge in diesem Spiel jetzt ausgesehen hat. Beziehungsweise die ersten 3 oder 4 Runden habe ich, glaube ich, gemacht. Und ja, mit Maus und Tastatur spielen ist sowieso so eine Sache für sich. Vielleicht ist es wirklich einfacher, das Ganze mit einem Controller zu spielen. Muss ich mal ausprobieren. Ja, war aber auf jeden Fall bisher ganz nett. Ich liebe ja sowieso Rennen mit, also ich liebe generell Rennen. Autorennen habe ich ganz viele gespielt schon und leider nicht Let's Play It. Wollte ich mal zwischendurch machen, aber immer die, wo ich so scharf drauf war, wie Wreckfest, kommt immer dann im Angebot, wenn ich gerade kein Geld mehr zur Verfügung habe. Oder, ja, ich habe halt nicht Forza, ich fing aber auch mit F an. Habe ich auf der PlayStation leider nur, das kann ich dann auch nicht aufnehmen am PC. Habe ich mal nachgeguckt für den PC. War aber, glaube ich, auch zu teuer. Ich weiß es nicht mehr. Formel 1 war es nicht. Da gibt es noch ein drittes Spiel, was mit F anfängt, aber ich komme gerade wirklich nicht drauf. Wenn ich dran denke, schreibe ich es mal in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe zumindest für ein paar Lacher gesorgt. Also ich persönlich fand es ganz lustig, als ich gespielt hatte. Und ja. Wenn ihr mal vielleicht hin und wieder mal ein paar Runden davon sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch zumindest helfen konnte, falls ihr vielleicht Interesse habt, das Spiel selber zu holen. Dann sehen wir uns im nächsten Let's Play. Bis dann. Ciao.